Sehr gut, danke. So, einen wunderschönen Abend auch von meiner Seite. Wie gesagt, danke für die einführenden Worte. Mein Name ist Halman Bavar, ich bin Anästhesistin und Intensivmedizinerin bei uns da auf der Klinik und arbeite recht viel bei uns mit den Traumapatienten und bin auch recht viel bei uns im Schockraum. Das heißt, der blutende Patient ist was, mit dem wir eigentlich tagtäglich zu tun haben. Und ich möchte euch jetzt heute gerne ein bisschen einen Überblick bringen über die Physiologie, warum es wichtig ist, so blutende Patienten richtig zu behandeln und warum eigentlich wir das Ganze machen, wie ich diesen blutenden Traumapatienten erkenne. Und wenn es schon um diese Blutung und die Pathophysiologie geht, jetzt haben wir vom Niki vorher schon ein bisschen was über aktivierte Gerinnung gehört und so, ist gerade das eins dieser Themen, das ich euch gerne ein bisschen versucht, simplifiziert, weil wenn man in die Tiefe geht, ist das Ganze schon recht komplex, ein bisschen näher zu bringen und ein paar Tipps mitzugeben, wie man solche Patienten, wenn man sie denn draußen im Notarztdienst findet oder in der Präklinik findet, gescheit therapieren kann. Gehen wir mal so in diese Grundbasisfakten hinein. Das ist jetzt ganz simpel noch auf der ersten Seite hier. Das heißt, wir haben ungefähr für einen erwachsenen Menschen, das ist ein bisschen schwierig, ich lasse das glaube ich eher, ungefähr für einen erwachsenen Menschen ungefähr 5 Liter Blut bei uns im Körper. Warum braucht unser Körper Blut? Es gibt nichts anderes, der hat eigentlich, das hat viele Aufgaben prinzipiell. Was für uns in der Notfallmedizin, in der Anästhesie, in der Intensivmedizin eigentlich das Wichtigste ist, ist diese Formel, die ihr dort oben seht. Die schaut schon einmal wahnsinnig komplex aus, muss man ganz ehrlicherweise sagen, sagt uns aber nichts anderes als das, was unser Körper braucht, ist Sauerstoff. Unser Körper, damit er funktioniert, Sauerstoff und ein paar andere Substrate. Und damit der Sauerstoff durch den Körper kommt, bedarf es ein paar Dinge. Auf der einen Seite rote Blutkörperchen, damit man wohin transportieren können. Auf der anderen Seite braucht er Sauerstoff und irgendwo ein Pumpenröhrensystem, das das Ganze wohin bringt. Warum ist jetzt das Blut so ein wichtiger Faktor dabei? Wenn man diese Formel anschaut, seht ihr, dass dieser HB dort vorne, also repräsentativ dafür, wie viele rote Blutkörperchen wir im Körper haben, einen ganz, ganz großen Einfluss drauf hat. Normalerweise kriegen wir, wenn wir so eine normale Blutkonzentration im Körper haben, hat unser Körper fast 1 Liter Sauerstoff in der Minute zur Verfügung, den er benutzen kann. Wenn es jetzt blutet und wir verlieren Blut und haben vielleicht nur mehr 6 Milligramm pro Deziliter HB, dann ist es schon weniger als die Hälfte an Sauerstoff, das wir da überhaupt zur Verfügung haben. Und das ist der größte Einflussfaktor, den wir haben. Daher ist es eigentlich so wichtig, für uns in der Notfallmedizin zu schauen, dass wir den Blutverlust und quasi das Ausbluten des Patienten zu verhindern. Das ist ein bisschen so jetzt der physiologische Hintergrund, den ich euch da gerne mitgeben möchte. Was ist jetzt das mit dieser Blutgerinnung und aus was besteht das überhaupt und wozu brauchen wir das? Das ist, wie gesagt, ihr seht, da gibt es mehrere Komponenten, die da einfließen. Die roten Blutkörperchen haben auf die Blutgerinnung selbst nicht so einen großen Einfluss. Das sind unsere Thrombozyten, die Blutblättchen. Und es ist ein wahnsinnig komplexes System aus ganz vielen Proteinen, die da ineinander wirken, damit das Ganze zu einem anständigen Klott wirkt. Jetzt ist es nicht nur so, dass wir das Ganze jetzt im Blut drinnen brauchen, was da drinnen herumschwimmt. Was wir auch brauchen, ist eine vernünftige Gefäßmembran, die integer ist. Das heißt, dass das Ganze funktioniert. Da gibt es, so, da drüben sieht man das so schön, ich versuche jetzt noch einmal. Hier. Diese Innenstruktur von diesen Gefäßwänden, die muss auch funktionieren, weil nur wenn die funktioniert, kann Blutgerinnung eigentlich wirklich funktionieren. Also, man sieht schon, dass das Ganze geht, braucht man mehrere Dinge, die da zusammenspielen. Ganz kurz, ich versuche es euch so schnell in einem kurz zusammenfassenden Ding erklären, wie das jetzt funktioniert. Blutgerinnung, da rinnt es in einem Gefäßsystem, rinnt da alles drinnen, was halt so drinnen herumschwimmt. Das Gefäß wird verletzt. Und es kommt zu einer Aktivierung von eben diesen Fasern, die ihr gesehen habt, wo da kleine Interaktionen passieren. Es heften sich diese Blutblättchen dort an. Und während sich diese Blutblättchen dort anheften, funktioniert im Hintergrund dieses komplexe System an dieser Kaskade, die dafür sorgt, dass diese Blutblättchen sich mit dem Fibrin vernetzen und dann so einen tollen, stabilen Klott bilden. Jetzt ist es aber so, wenn das jetzt die ganze Zeit nur passieren würde in unserer Blutgerinnung drinnen, dann würde es ja einfach nur verstopfen und dann wäre es vorbei. Das heißt, der Körper hat einen Sicherheitsmechanismus eingebaut, dass nicht wie beim Herzinfarkt das Gefäß ganz zugeht und dann ist es zu, sondern dass das Ganze dann auch anfängt, sich wieder aufzulösen. Idealerweise zu einem Zeitpunkt, wo das Ganze schon fest ist und dann baut es da hinten so kleine Klottabbrüchsel zusammen, allgemein hin bekannt als die Dedimere, die bei uns herumschwimmen, damit das ganze Gefäß zuerst zugeht und dann aber nicht ganz verstopft.
So ein kurzes Durchgang, wie Gerinnung ungefähr funktioniert. Was ist jetzt, wenn es anfängt zum Bluten und wenn das kritisch wird, das Ganze? Jetzt haben wir mal den Vorteil, dass die Natur uns relativ gut ausgestattet hat mit Superkompensationsmechanismen. Wenn wir ungefähr 10-15%, also so wie wir da herinnen sitzen, junge, gesunde Erwachsene, von unserem Blut verlieren, passiert eigentlich noch gar nicht so viel Schlimmes in unserem Körper. Wirklich gefährlich wird es aber, wenn wir dann mehr Blut verlieren. Und da muss man sich immer im Hintergrund behalten, wo kann uns dann wirklich jetzt diese großen Blutverluste denn herkommen? Da gibt es diesen schönen Merksatz, der heißt, wenn wir zu einem Traumapatienten hinkommen, was kann bluten? On the floor and four more. Zu dem werde ich dann nachher noch kurz hinkommen, was es ist. Wenn es jetzt blutet, haben wir gesagt, kompensiert unser Körper. Das heißt, irgendwo ist ein Gefäß offen, irgendwo rinnt Blut raus. Was macht der Körper automatisch, damit er nicht gleich von vornherein, dass er nicht sofort verstirbt? Er aktiviert uns diese Gerinnung, die ich euch vorher erklärt habe. Er schaut, dass er mehr Sauerstoff aus dem Blut rausziehen kann. Dann versucht gleichzeitig das Herz zu kompensieren. Wenn ihr vorher an diese Formel denkt, haben wir gesagt, Blut braucht es und das Herz Zeitvolumen braucht es. Das heißt, es muss durchgepumpt werden. Das heißt, der Körper wird aktiviert, mehr Blut wird gepumpt, sodass wir zumindest das bisschen, was wir da haben, schneller durch den Körper kriegen. Gleichzeitig, wenn das Ganze dann schlimmer wird und schlimmer wird, versucht der Körper sich zurückzuziehen, auf die lebenswichtigen Organe sich zu zentralisieren. Und die Lunge, was macht die kompensatorisch dazu? Sie versucht mehr Sauerstoff aufzunehmen und CO2 abzuatmen, damit quasi das Ganze schön in Balance bleibt. Dieser Graph da drüben ist einfach nur so ein bisschen symbolisch dafür, der euch zeigen soll, am Anfang, wenn wir einen gewissen Anteil an Blutverlust noch haben, können wir das super kompensieren. Wenn es weitergeht und weitergeht und weitergeht, geht das bis zu einem gewissen Punkt noch ganz gut, dass wir mit einer gescheiten Therapie den Patienten vielleicht wieder zurückbringen auf einen Normalzustand. Ab einem gewissen Punkt gibt es den sogenannten Point of No Return, da ist der Blutverlust und quasi der Zusammenbruch so schlimm, dass der Körper eigentlich nicht mehr kompensieren von selber kann. Wie erkennen wir jetzt draußen die Patienten, bei denen es wirklich kritisch wird? Was sind jetzt die Patienten, wenn wir sagen, der kompensiert uns eh noch ganz gut und wann ist für uns jetzt wirklich oha und gefährlich? Ich will euch da jetzt nicht mit zu vielen Formeln langweilen, aber als jemand, der passioniert gern Traumatologie betreibt, ist das eine der wichtigsten Formeln, die es gibt. Ja, der Niki ist vorher auf das schon eingegangen. Das weiß irgendwer, was das ist? Gibt es Physiker im Raum? Ja, es ist ein Impulserhaltungssatz. Genau, das ist der Impulserhaltungssatz. Das heißt, was, wenn wir uns darüber nachdenken, wird für uns jetzt schon ganz wichtig sein, haben wir vorher gehört, der Traumamechanismus. Eine Kraft, die auf den Körper wirkt, muss irgendwo hingehen. Die kann nicht einfach verloren gehen. Das heißt, je schwerer der Traumamechanismus ist, desto mehr muss man sich denken, wird die Energie in diesen Körper übergegangen sein und potenziell dazu geführt haben, dass wir mehr Blutungsquellen haben können. Das ist das Erste, was wir bedenken müssen, wenn wir zu so einem Traumapatienten hinkommen, was gefährlich sein kann. Dann natürlich, ganz wichtig, das Verletzungsmuster. Wo ist dieser Patient jetzt verletzt und wo kann es bluten? Und da kommen wir jetzt kurz zurück auf diesen Punkt mit dem on the floor and four more. Ganz viel bluten kann es nach außen, darüber haben wir vorher schon gehört, was wir da recht elegant und schnell machen können. Und dann gibt es aber diese anderen großen Blutungsquellen, wo wir wirklich viel Blut verloren können. Der Thorax. Es ist nicht jetzt einfach nur, dass die großen Gefäße dort bluten können, es sind Serienrippenfrakturen, Interkostalgefäße, die dort bluten können, wo man innerhalb von kürzester Zeit ganz viel Blut verlieren kann. Der Bauch erklärt sich von selbst, wenn die Leber zerrissen ist, wenn die Milz zerrissen ist, da blutet es ganz viel raus. Das Becken, auch da haben wir vorher schon gehört, woher es da bluten kann. Genauso aber auch Verletzungen von den langen Röhrenknochen, wenn das mehrere sind, kann da schon in Summe ganz schön ein profunder Verlust zusammenkommen. Jetzt sind es 5. Und nicht nur 4. Den Gesichtsschädel habe ich da absichtlich ein bisschen kleiner gemacht, weil es ein bisschen schon eigentlich die Blutung nach außen und nicht nach innen ist, aber wir sehen sie manchmal nicht. Schwere Gesichtsschädelverletzungen können tatsächlich so viel Blut verlieren, dass man daran einfach schlichtweg verbluten kann. Also, jetzt haben wir gesagt, wie erkennen wir unseren blutenden Patienten, wenn wir hinkommen zu so einem Trauma, wir denken dann, was ist ihm passiert, wie schaut er, was für Verletzungen hat er und wie ist er jetzt klinisch beieinander, der Patient. Jetzt haben wir vorher gesagt, Kompensationsmechanismen startet unser Körper und versucht, je nachdem, wie gut er das kann, wieder den Körper zurück in diesen Normalzustand zu bringen.
Und genau diese klinischen Symptome dieser Kompensation können wir eigentlich draußen relativ gut erkennen. Die Tachykardie, ganz klar, haben wir vorher schon gesagt, unser Herz versucht mehr zu pumpen, versucht unser Herzzeitvolumen zu erhalten. Zuerst versucht es sogar der Körper mit einer Blutdrucksteigerung, zuerst wird es mehr. Wenn es dann nicht mehr so gut geht, dass er das noch genug Kraft hat, das aufzubringen, dann wird der Blutdruck langsam weniger. Und er fängt an zu zentralisieren auch und kommt in diesen Schock hinein. Diese klinischen Symptome, die wir da erkennen können, zum Beispiel, ganz einfach, ohne dass wir noch einen Monitor drauf haben, sind, wir schauen uns die Patienten an, sehen, die Haut ist kalt und blass, das heißt, der Körper hat schon einmal die Durchblutung der Haut eingestellt und zieht sich zurück. Und genauso ist es auch beim Hirn das Gleiche. Wenn die Hirndurchblutung langsam weniger wird und der Schock immer mehr wird, wird man zuerst ein bisschen verwirrt und dann wird man irgendwann einmal bewusstlos. Auch das sind Zeichen eigentlich einer Schocksymptomatik. Hyperventilieren tut der Körper auch, wenn er in den Schock kommt oder versucht es zumindest zu machen. Warum macht er das? Weil je weniger durchblutet wird, je weniger Sauerstoff in den Körper kommt, desto mehr Säure fällt an im Körper und das versuchen wir immer mit unserem CO2 abzuatmen. Das heißt, der hyperventilierende Patient draußen, der ausgeblutet ausschaut, ist wahrscheinlich schon mehr im Schock, als dass er einfach nur Stress hat. Das ist jetzt aber allgemein hin, sagen wir uns jetzt ganz ehrlich, nicht so was wahnsinnig Neues, das ist die klassische Schocksymptomatik, die wir eigentlich alle allein aus dem SAN-Kurs kennen. Wie ist es jetzt beim Traumapatienten? Auf was muss ich da spezifisch eben, wie gesagt, doch ein bisschen mehr schauen? Den Mechanismus, das Verletzungsmuster haben wir gesagt. Und unsere klinische Symptomatik am Monitor, solche Werte zu sehen bei einem Patienten, der Tachykard schon eher langsam hypotensiv ist, der da oben, ich hoffe, man sieht das im Bild einigermaßen, den Unterschied zwischen hat noch eine schöne Hautfarbe, hat vielleicht noch schön durchblutete Konjunktiven und dem, der schon ganz blass ist, der vielleicht auch wirklich blasse Konjunktiven hat, ist nicht so ein schlechter Punkt, manchmal in die Augen hineinzuschauen, von dem Patienten zu schauen, hat er vielleicht schon viel Blut verloren oder nicht. Und da unten sieht man auch dieses weiße Hautkolorit. Das sind die Dinge, die uns bei einem Traumapatienten dazu bringen sollten, zu sagen, öha, der ist wahrscheinlich schwerkrank und hat wahrscheinlich schon relativ viel Blut verloren. Jetzt nur ein kurzes K-Wert an dieser Stelle einzubringen. Es gibt Menschen, die können dieses Kompensieren, was wir vorher gesagt haben, nicht mehr so wahnsinnig gut. Da gibt es die Patienten, die zum Beispiel das Herz und die Lunge, die so mal krank sind. Sagen wir mal so, jetzt haben wir vorher gesagt, braucht man zum Gegenregulieren diese Dinge. Wenn die vorher schon krank sind, können sie das nicht so gut. Das Gleiche gilt aber auch, wenn das Verletzungen waren, am Herzen Verletzungen an der Lunge waren, die uns nicht kompensieren lassen können. Alte Menschen und der durchschnittliche Traumapatient, der bei uns mittlerweile im Schockraum aufschlägt, ist 53 Jahre alt, das ist der durchschnittliche Patient. Also ihr könnt euch ungefähr vorstellen, dass der Anteil an 80-, 90-jährigen Schwerverletzten bei uns auch zunimmt, aber immer im Hinterkopf behalten, so ein alter Mensch, der hat nicht mehr die Reserven, der kann nicht mehr so kompensieren. Zusätzlich hat die moderne Medizin es geschafft, tolle Medikamente zu entwickeln, die es hilft, genau diese Menschen länger am Leben zu erhalten. Aber ein beta-blockierter Mensch, der wird nicht tachykard werden können und kompensieren können. Jemand, der blutverdünnt ist, der wird seine Blutgerinnung nicht aktivieren können. Das heißt, das muss man einfach ein bisschen im Hinterkopf behalten, diese Patienten sind vielleicht noch ein bisschen gefährdet, einfach, dass man das nicht vergisst. Ein Patient, da hinten ist nur ein Beispiel von einer dramatischen Querschnittverletzung, der an einem hohen Level quasi die Verbindung zu seinem Körper verloren hat, der kann natürlich auch nicht kompensieren. Was machen wir jetzt mit diesem Patienten, wenn wir dorthin kommen und wir sehen, der ist jetzt schwerkrank? Zeitkritisch, dass das Ganze ist, hat der Niki eigentlich uns vorher schon erklärt. Die Golden Hour of Trauma ist eine schöne Sache, die wir gerne hätten, schaffen wir bei uns nicht, aber zumindest sollten wir im Hintergrund behalten, schnell sein, schnell sein. Die Maßnahmen zur Blutstillung, darüber haben wir auch schon genug gehört. Und dann ist es eigentlich jetzt unsere Aufgabe zu schauen, dass wir dem Körper es ermöglichen, als Notfallmediziner, die Kompensationsmechanismen, die er hat, noch auszuspülen. Genau die, über die wir vorher eigentlich gesprochen haben. Das wäre jetzt so ein allgemeines Schockbehandlungsthema. Über das könnte man auch relativ lang sprechen. Ich möchte es aber ein bisschen spezifischer machen und noch einmal auf den blutenden Patienten die Kompensationsmöglichkeit dahingehend zurückgehen und euch erklären, warum es diese Basiskompensationsausgleichstherapie für den blutenden Patienten in diesem Setting der Blutgerinnung so wichtig ist.
Jetzt haben wir gesagt, da läuft ganz komplex im Hintergrund in unserem Blut, wenn das Blutgefäß verletzt ist, ein toller Mechanismus ab. Das sind so Proteine, die da daherkommen, die sich vernetzen. Aber das sind alles so Enzymreaktionen, die brauchen ein paar Voraussetzungen, damit die Blutgerinnung funktioniert. Das heißt, auf der einen Seite brauchen die eine Temperatur, dass das Ganze funktioniert. Das heißt, ein kalter Patient, und ihr seht, über 34 Grad. Unter 34 Grad funktioniert das Ganze schon nicht mehr so gut. Und wenn man jetzt so gar nicht einmal die kalte Jahreszeit denkt, das reicht jetzt zum Beispiel schon, wie lange wir vielleicht manchmal mit unseren Traumapatienten draußen vor Ort sind, wie ausgekühlt die sind, haben wir da schon Einfluss darauf, dass das schon nicht mehr so gut funktioniert. Es muss genug Substanz natürlich da sein von den Dingen, die da diese Blutgerinnung machen. Das ist dann in der Klinik das, wo wir das adäquat ersetzen können. Das ist aber auch draußen durchwegs was, wo ihr dann sehen werdet, wo man schon Einfluss machen kann. Und nachdem das Enzymreaktionen sind, brauchen die Temperatur und einen gescheiten pH-Wert. Dazu wäre aber nur kurz kommen zu lassen. Hast nichts aufwärmen, wenn es möglich ist, einen Wandpakt haben bei Patienten, die viel bluten. Und Basen. Und er hat einen pH von 7,35 bis 7,45, in dem er ausgelegt ist, wo er funktioniert. Säuren kommen immer dann zustande im Körper, wenn irgendwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Das kann zum Beispiel jetzt sein, wenn man nicht anständig atmet, kommt es zu einer respiratorischen Azidose, das CO2 steigt uns an. Heißt aber für uns schon automatisch, ein Patient, der nicht gescheit draußen ventilieren kann, den müssen wir schauen, dass er adäquat ventiliert wird, dass er gescheit atmen kann, im schlimmsten Fall, dass wir ihn auch intubieren und dass wir ihn auch bei seiner Beatmung unterstützen, dass nicht noch mehr CO2 kommt und der noch saurer wird. Das Gleiche gilt, diese Säure kommt nicht nur von schlechter Atmung, sondern auch aus dem Kreislauf. Ein schockierter Körper produziert Säure, Körper wird noch saurer, Blutgerinnung funktioniert nicht. Und diese einfachen Dinge eigentlich, wie man dem auskommt, ist eben, wie gesagt, zu schauen, dass der Patient gescheit ventiliert wird, dass er sehr wohl Flüssigkeit bekommt, moderat, da gebe ich vollkommen recht, aber wir brauchen ja den Kreislauf, dass er trotzdem da ist, um dem Schock ein bisschen entgegenzuwirken. Ganz wichtiger Punkt an dem Fall, den ich euch für draußen gerne mitgeben möchte, ist eine adäquate Narkoseeinleitung. Spielt da sehr wohl mit. Einem kranken Patienten draußen eine Narkose zukommen zu lassen, wo er zuerst noch kompensiert war und danach vielleicht nur mehr 40 Systole Blutdruck hat, nachdem wir Narkose gemacht haben, heißt mehr Schock, heißt mehr Säure, heißt schlechtere Gerinnung. Ich will mich jetzt nicht auslassen über das Thema Narkoseeinleitung, ein anderer Punkt, möchte aber da einfach sagen, bedenkt die Pharmakologie der Medikamente, die da draußen benutzt werden. Katecholamine, ja, nein, wenn der Schock schlimm ist oder wenn der Schock weit fortgeschritten ist, dann muss man vielleicht auch tatsächlich Medikamente geben, die dem Körper helfen, um aus dem Schock rauszukommen, um weniger Säuren zu haben, um somit die Blutgerinnung nicht zu sehr zu beeinträchtigen. Das mit der Flüssigkeit und diesem Substrat, das wir da haben. Jetzt habe ich gesagt, wir brauchen das, diese Blutgerinnungsfaktoren. In der Klinik tun wir uns dann wieder leicht, die schütten wir halt in den Patienten hinein. Draußen tun wir uns da schon ein bisschen schwerer, aber was wir schon machen können, ist zu schauen, dass wir die, die da drinnen herumschwimmen, nicht noch mehr verdünnen. Und das ist das, was der Niki vorher auch gemeint hat, mit dieser milden Flüssigkeitsgabe, mit dieser maximal 1 bis 1,5 Liter Kristalloide, heißt, wenn ich jemandem 5 Liter Wasser draußen in sein Blutgefäßsystem reinschütte, dann ist dort natürlich viel weniger drinnen von dem, was eigentlich früher drinnen war, weil ich es einfach verdünnt habe. Ganz einfach. Daher, ganz wichtig, nicht zu viel Flüssigkeit überladen. Den Verbrauch vermeiden ist auch klar, weil die Substanz, die da ist, wird verbraucht, wenn die Gerinnung funktioniert, heißt Blut stillen, damit nicht viel verbraucht wird. Und da kommt jetzt auch ein bisschen dieser Punkt mit dieser permissiven Hypotension ins Spiel, von dem man vielleicht schon öfter gehört hat. Patienten, die bluten, die schwer bluten, die vielleicht aus großen Gefäßen bluten, brauchen nicht unbedingt zwingend immer einen Blutdruck von 140 systolisch, weil was passiert in einem Röhrsystem, wenn der Druck bei 140 ist und das ist ein Loch da, dann blutet es aus dem Loch natürlich mehr raus. Wenn auf dem Röhrsystem weniger Druck oben ist, blutet es weniger raus. Permissiv heißt in dem Fall eigentlich, dass man das jetzt nicht bis ins Unendliche macht, weil dann wäre ja nach diesem theoretischen Konstrukt gar kein Blutdruck, heißt es blutet nicht. Stimmt zwar, ja. Ist aber jetzt auch nicht das Ziel, was wir eigentlich verfolgen wollen bei diesen Patienten. Das heißt, man muss schauen, dass man so sich ein bisschen hinlaviert auf einen so einen mittleren Druck, der ist ganz wichtig für die Organperfusion von Füllen, von ungefähr 50 bis 60 mm Hg. Was will ich euch damit sagen? Wenn ihr hinkommt und der Patient hat vielleicht 100 Systole, dann kann man das einmal zeitlich so akzeptieren. Wenn man hinkommt und der Patient hat jetzt aber nur mehr 50 Systole,
dann ist es wahrscheinlich zu wenig für den Patienten. Da muss man ein bisschen diese Balance finden. Nicht gelten, gleich jetzt wieder ein K-Wert voraus ist, bei Patienten, die zusätzlich ein schweres Schädelhirntrauma haben, da soll man das tatsächlich nicht machen, weil die Hirndurchblutung von der Perfusion abhängig ist, die brauchen mehr Blutdruck. Aber im Sinne von blutenden Patienten und das Vermeiden, dass er noch mehr blutet und noch mehr verbraucht, macht es absolut Sinn, dieses Konzept. Jetzt haben wir gesagt, komplexes System, wir haben den super versorgt bis jetzt und wir haben jetzt einen Klott, der sich gebildet hat. Das haben wir vorher schon gesagt, der Körper hat so einen Schutzmechanismus, damit das Blutgefäß nicht ganz zugeht mit diesem Klott, sondern auch sich wieder anfängt aufzulösen, dass es nicht komplett verstopft ist. Im Idealfall haltet sich das die Waage. Dann ist alles gut eigentlich. Das Problem ist bei den Patienten, wo das Ganze ein bisschen in diese Schieflage kommt, wohin sich die Blutgerinnung wieder vermehrt auflösen anfängt. Bei welchen Patienten passiert das? Das sind unsere schweren Blutungen, die sind ganz viel verbraucht haben. Auf der einen Seite aktiviere ich das System vorn, das hinten wird auch mit aktiviert. Das heißt, es gerinnt zwar das Blut zuerst und dann löst sich das Blutgerinnsel aber wieder auf. Das sind die Patienten, die schwer schockiert sind. Das hat ein bisschen was mit diesen fadenförmigen Fimbrien, die ich euch vorher gezeigt habe, in diesem Gefäßmembran drinnen zu tun. Die schütten nämlich Substanzen aus, wenn der Körper schlecht durchblutet ist und so schwer im Schock ist, die dazu führen, dass sie das alles, was sie da jetzt am Blutgerinnsel gebildet hat, wieder auflöst. Und das ist, was wir allgemein hin unter der Hyperfibrinolyse kennen. Und das ist jetzt so ein bisschen der Punkt, das heißt, wenn der Patient wirklich krank ist und wenn er wirklich viel Blut verloren hat, dann wird das schlagend und dann ist dieses Medikament notwendig, das wir alle groß kennen und das groß propagiert wird, dann brauchen wir unser Cyclocapron. Das verhindert uns nämlich, dass da hinten das Blutgerinnsel wieder aufgelöst wird. Das heißt, da kommt eigentlich dieser Hintergrund her, warum man den Patienten, diesen Schwerverletzten, das Cyclocapron, die Tranexamsäure, eigentlich immer geben sollte. Das war jetzt viel und viel Hintergrund. Und es nur um euch jetzt zu beweisen, dass das, was ich euch jetzt sage, nicht einfach nur so Ideen sind aus der Physiologie dahinter. Das sind Dinge, die haben sehr wohl auch alles Evidenz. So wie wir in unserer Reanimation unsere Reanimations-Guidelines haben, gibt es auch die Blutungs-Guidelines. Die European Guidelines on Management of Major Bleeding and Coagulopathy Following Trauma, mittlerweile in der 5. Edition, die entstanden sind, brandheiß, sind Ende März jetzt ganz neu aktuell rauskommen, sagen euch jetzt eigentlich im Prinzip genau das, was ich euch vorher jetzt versucht habe, über die Physiologie und Pathophysiologie zu erklären. Die sagen, kranke Patienten, schwer blutende Patienten, so schnell wie möglich irgendwo hinbringen, wo sie adäquat versorgt werden. Rascher Transport. Rascher Transport heißt, so kurz wie möglich halten. Man hat da eh schon gar keine Zeitangaben hingeben, weil man natürlich weiß, es muss in einer Stunde sein, kann man den Leuten halt einfach nicht empfehlen. Was sagen die zur Diagnostik von diesen Patienten? Ganz das Gleiche, was ich gesagt habe. Sie sagen, man muss sich den Patienten klinisch anschauen, wo er in seinem Schockzustand ist, wie er klinisch noch beieinander ist und nicht nur die Physiologie im Hintergrund behalten, sondern auch die Verletzungen und den Traumamechanismus. Das heißt, einfach wirklich klinisch dieses Bild nehmen und sie so beurteilen. Sie sagen, auch das haben wir vorher schon gehört, wenn es blutet, drückt es drauf. Sondern jetzt nur die einfacheren danke, dass wir dafür eine Guideline gebraucht haben. Tourniquets, aber auch hier steckt jetzt in dem Fall hinter diesen Tourniquets mehr Evidenz, was der Niki vorher schon gesagt hat, und auch der Beckengurt findet da drinnen in diesen Blutungsguidelines eigentlich seine Notwendigkeit. Was wir vorher gesagt haben, das mit dem CO2, das mit dem Sauerstoff, das die Patienten brauchen, steht auch sogar in den Guidelines drinnen, dass man vielleicht schauen muss, dass sie genug Sauerstoff haben, nicht hypoxisch werden lassen, die Patienten, und dass sie normoventiliert sind, aus dem Grund, den wir vorher genannt haben, raus. Wo ist das jetzt mit dieser Flüssigkeitsgabe da drinnen abgebildet? Da steht drinnen, ja, das mit der permissiven Hypotension, wie ich es euch vorher schon erklärt habe, steht da eigentlich genauso drinnen. Und dass es durchwegs, und das ist jetzt neu in diesen Guidelines im Vergleich zu den vom letzten Jahr an, dass man tatsächlich auch beim blutenden Traumapatienten draußen, wenn sie im Schock sind, auch Katecholamine geben darf. Das ist jetzt endlich einmal diese Legitimation, die man bekommen hat, dass man das sehr wohl darf, was früher immer so verpönt war, dass man gesagt haben, na bloß nicht machen. Volumen, ja, restriktiv, auch hier steht es drinnen, da gibt es keine klaren Angaben, wo man jetzt sagt, genau nur 1 Liter, 1,5 Liter oder wie auch immer, restriktiv,
als Schlagwort, was wir vorher gesagt haben, permissive Hypotension, und haltet euch vielleicht wirklich diese 1,5 Liter ein bisschen so im Hintergrund, weil danach verdünnt man den Patienten einfach nur mehr. Das Ganze mit kristalloiden, balancierten Lösungen. Für uns, bei uns in der Steiermark, dank der Firma Fresenius Kabi, die wir haben, ist das Elomel bei uns so ubiquitär, dass für uns eigentlich eh kaum was anderes zur Verfügung steht. Kolloide, die Gabe von Voluven, wie es früher man gerne oft gemacht hat, sollte man eigentlich schon nicht mehr machen bei den blutenden Traumapatienten. Man kann es zwar noch, es steht hier drinnen, dass man es ein bisschen restriktieren sollte, aber Kolloide verschlechtern uns die Gerinnung. Also sollte man ein bisschen einfach nur Flüssigkeit moderat in ganz einfacher Form von einem EMI geben bei diesen Patienten. Und diese ganzen Dinge, was wir gesagt haben mit Flüssigkeit, mit Wärmeerhalt, auch das steht drinnen. Die Tranexamsäure hat mittlerweile leider sogar eine Grad 1a-Empfehlung bekommen, den Patienten, die wirklich bluten, und da sind wir jetzt vorher bei denen gewesen, die wirklich schwer krank sind, soll man Tranexamsäure geben und das innerhalb der ersten 3 Stunden. Ist aber schon so weitergegangen, nachdem in vielen europäischen Ländern das präklinische gegeben wird, dass man sagt, wenn sie wirklich bluten, wenn sie wirklich so schwer krank sind, dann soll man es ihnen vielleicht auch schon präklinisch geben. Also das ist durchwegs auch was man draußen machen kann bei den tatsächlich wirklich schwer blutenden Patienten. Wo gehen wir jetzt so in Zukunft hin? Das waren die Basisdinge und unser aktueller Stand der Wissenschaft. Es kommt wieder, und muss in dem Fall sagen wieder, weil es gibt bei uns Bluttransfusionen in der Präklinik, hat es bei uns vor vielen Jahren schon gegeben, dass man einfach am Hubschrauber hat es bei uns Blutkonserven gegeben, die mitgeführt worden sind, wo man Patienten draußen transfundiert hat. Was ja irgendwie logisch ist, er verliert Blut, also wäre ihm ja Blut geben und nicht unbedingt was anderes geben. Ist man wieder bei uns ein bisschen weggekommen, aber es kommt wieder. In ganz Europa fangen präklinische Institutionen an, wieder Blut mitzutransportieren und Patienten draußen Blut zu transfundieren. Und man ist dann draufgekommen, nicht nur Blut macht Sinn, sondern wir haben vorher gesagt, das Plasma, das da drinnen ist, wo unsere Gerinnungsfaktoren sitzen, wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir ihnen das geben. Das heißt, die Transfusion in der Präklinik wird wieder viel mehr kommen, hat alles sehr viele logistische Aufwände, die noch überkommen werden müssen. Das da oben, dieses Fintic, was da oben steht, das Fibrinogen, wenn Sie sich an diesen Klott erinnert, mit diesen grünen Strukturen, der die Thrombozyten zusammenhaltet, das ist der Superkleber quasi in der Gerinnung drinnen, der uns das zusammenhaltet, auch das kann man einfach auflösen und den Patienten spritzen. Auch das wird ein Thema sein, das vielleicht in Zukunft auch auf uns zukommt, dass wir draußen schon anfangen, wirklich diese Substrate einzeln den Patienten zu substituieren. Das ist keine Studie, die so weit weg ist, möchte man meinen, die wird eigentlich in Innsbruck und in Salzburg an den Notarzthubschraubern jetzt schon getestet und in den ersten Ergebnissen bis jetzt eigentlich mit guten Punkten. Was zusätzlich noch uns ein bisschen dazukommen wird, ist der präklinische Ultraschall. Da möchte ich mich nicht zu sehr auslassen, da gibt es, glaube ich, mehr als genug Wissende da herinnen, um wie es das ausschaut, aber man ist auch schon drauf gekommen, dass durchwegs das Fast beim Trauma als Erkennen, wo es blutet und wie viel es blutet, sehr wohl auch Therapieentscheidungen hat. Das heißt, das ist so ein bisschen so das, was in der Zukunft für die Therapie des schwerblutenden Patienten auf uns zukommen wird. Und wenn ich euch so jetzt mit diesem allen, was ich jetzt da gesagt habe, einen Therapievorschlag mitgeben könnte, für aus dem, was jetzt Evidenz ist und aus dem, was ein bisschen Eminenz ist und aus dem, was ein bisschen aus der Zukunft kommt. Ich bin eigentlich eine recht passionierte Radfahrerin, und dass mir sowas passiert, dass ich irgendwann einmal so mein Rad dann nachher so ausschaut, könnte durchwegs passieren. Und wenn ich dann irgendwo liege, schwer verletzt, mit einer schweren Thoraxverletzung, einem schweren Becken und vielleicht nur irgendwann einer Milzblutung, dann würde ich mir wünschen, dass da recht schnell ein Notarzt hinkommt, der rasch einmal schaut, habe ich Blut nach außen irgendwo, mein Becken versorgt, mir rasch 2 Leitungen legt, die mir draußen legt und nicht drinnen erst im Krankenhaus, weil draußen geht es meistens leichter, der erkennt, dass ich blute, der mir dann versorgt mit ein bisschen wenig kristalloider Flüssigkeit, vielleicht ein bisschen Plasma draußen schon gibt, anfängt, mir Blutkonserven zu geben, ein bisschen Fibrinogen gibt, schaut, dass er mich warm einpackelt hat, schaut, dass ich eine gute Narkose gekriegt habe, dass ich gut beatmet bin, dass ich eigentlich nicht zu sehr in den Schock rutsche und mich so schnell wie möglich ins Traumazentrum bringt. Das ist so ein bisschen das, wie therapiere ich wahrscheinlich am optimalsten so einen blutenden Patienten draußen. Und damit einfach nur kurz zusammenfassend noch einmal, wichtig für die Präklinik beim blutenden Traumapatienten ist, erkennen, wann es blutet, dem Körper dabei helfen, eigentlich sich selbst zu optimieren, schauen, dass wir es nicht unbedingt noch schlechter machen mit all den Dingen, die wir besprochen haben,
und mit den passenden Werkzeugen den Patienten adäquat versuchen zu therapieren. Und damit danke ich vielmals für die Aufmerksamkeit und stehe für Fragen gerne noch zur Verfügung.